Vorbereitungsbesprechung im HK-Küchenstudio in Traun, denn hier wird heute gekocht. Und zwar nicht irgendwas, sondern das perfekte Essen für Fußballer. Nach einem Training oder vor einem Match. Die Starköche Verteidiger Felix Husbeck und Torhüter Hidu Hankic vom FC Blau-Weiß Linz. Ich koche mit meiner Freundin sehr gern viel Gemüse und bewusst, also wir ernähren sich schon bewusst oder probieren es, dass wir sich bewusst ernähren. Muss ich ganz ehrlich sein, also ich bin nicht der beste Koch. Also am ehesten kocht da die Freundin oder da gehe ich meistens zu den Eltern. Also Mama kocht dann immer und dann passt das schon. Gecoacht werden sie dabei von Ernährungswissenschaftler Christian Putscher. Er weiß ganz genau, was auf die Teller von Fußballern muss. Das Allerwichtigste ist natürlich, die letzten 24 Stunden keine Experimente. Ja, das heißt, da kann ich nur was essen, was ich zum Beispiel unter der Woche gewohnt war, ja, was in meinem typischen Ablauf drin ist und vor allem, was ich auch gut vertrage. Ja, das muss man nicht nur schmecken, sondern das muss ich gut vertragen. No-Go, 24 Stunden vorher ist einmal klar, dass ich sage, nichts Frittiertes, nichts Gebackenes. Am Speiseplan heute Spaghetti-Omelette mit Gemüsefüllung und Topfenknödel auf Erdbeerragout. Das Spaghetti-Omelette. Da ist jetzt eigentlich nichts drin, was jetzt relativ lange im Magen liegt, aber es ist auch nichts drin, das schnell geht. Das haben wir auch die Vollkorn-Variante gewählt, weil das wird erhitzt. Ja? Das heißt, es wird bis zu einem gewissen Grad schon etwas vorverdaut oder denaturiert, wie wir sagen. Und dadurch ist die Bekömmlichkeit da und die Kombination ist natürlich erfahrungswert, ja? Dass das natürlich an was erinnert, wie zum Beispiel an Palatschinken. Schaut schon gut aus. Kida, und du hast gesagt, du kannst nicht kochen. Wie? Ja, das ist ein richtig guter Mischer. Ja? Ja. Ja, das ist wichtig, das sind die Grundzutaten, weil wenn man zum Beispiel, wenn man den Teig nicht ordentlich mischt, dann schmeckt es nachher nicht gut. Ja, das klingt einfach, ist aber ganz wichtig. Das Einfachste ist das Schwerste. Das Einfachste ist das Schwerste, genau. So, das Wasser kocht auch, kannst du mal die Nudeln reinschmeißen? Ja, schmeißen wir rein. Genau, und da dürfen die Nudeln zum Beispiel am Wettkampftag dürfen sie ruhig durch sein. Mhm. Ja, und wenn ich sage, okay, zum Beispiel an einem Regenerationstag, wo ich sage, die Kohlenhydrate sollen nicht so viel in den Körper einigen, dann dürfen sie al dente sein. Ja. Okay. Genau. Und grundsätzlich müssen wir eigentlich sagen, ja, Kohlenhydrate sind in einem Sport mehr oder weniger die Um- und Auf-Energielieferanten. Ja. Mhm. Genau, und das merkt man zum Beispiel gerade als Zuseher oder wenn man auf Fachexperte ist, sieht man das oft, wie dann 60. Minute, eine Stunde kannst du die Energie noch wollen, aber wenn du nicht in die Muskeln eingespeichert hast, die Kohlenhydrate, dann bringst du es nicht mehr rein. Mhm. Was häufig auch noch ein bisschen vergessen wird, dass heute Hochleistungsfußball ein sehr intensiver Konzentrationssport ist. Ja. Also du musst antizipieren, du musst vordenken, du musst hellwach sein, du musst schauen, was da passiert. Ja. Mhm. Du musst dann gegen den Rücken. Es wird immer schneller, der Sport generell wird immer schneller. Lauter kurze Sachen, kurze Sprints. Ja. Und da darf man nicht vergessen, das Hirn kann leider nur Kohlenhydrate verbrennen. Du hast so gesagt, müssen die Kohlenhydrate sowohl in die Muskeln sein für die Sprints, und selbstverständlich auch für die Aufmerksamkeit im Tor genauso. Du musst ständig die 90 Minuten hell wach sein, du musst das Spiel lesen können, du musst ständig dabei sein können, vor, zurück. Und darum ist natürlich wichtig, je besser du nach dem Training isst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass natürlich der Muskel lernt, dass er im Stress, sprich dann beim Match, dass er das ordentlicher dann so richtig mobilisieren kann. Das ist eigentlich immer auf. Das heißt, schauen wir mal. Du hast einfach mal eins, ja, ein bisschen brauchen wir noch. Eins rausfischen. Ja. Genau, wenn du sagst, du willst es ab sein, dann kannst du es mit dem einmal rausfischen, ein bisschen abdrücken lassen. Das da schon, ja genau, es ist ein bisschen größerer. Ja. Hm? Der schaut super aus. Ja. Alles Einzelstücke, die du da fabriziert hast. Sollen die nicht nochmal rund sein? Ja, sind rund, aber durch das Fingerhandicap ist das Kugeln. Weil ich anders da was sagst du, wenn du nicht sicher bist, kannst du mal probieren. Dann also stößt du ein Stück runter und probierst einfach und sagst, okay. Ja. Und war das schon gut aus? Ja, für alles Einzelstück, das ist genial. Ja, wieder nur mehr Maschine. Ja. Und das ist gerade wichtig beim Torhüter, weißt du das? Ja. Hast du eigentlich schon mal überlegt, wie oft, dass du in einem Training am Boden liegst, also mit voller Wucht, dass du Bodenkontakt hast? Hast du das schon mal gezählt? Keine Ahnung. Ja, er glaubt eher nur die Bälle von hinten aus. Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ich habe das natürlich gemacht, einmal, weil im Endeffekt, wenn man von was keine Ahnung hat, ja, dann sage ich immer, da muss man sich informieren oder einfach einmal beobachten, beobachten, beobachten. Und ich habe das einmal mitgezählt. Ja, in der deutschen Bundesliga haben wir das angefangen. Und tatsächlich also über 100, 110, 120 Mal liegt ein Tormann grundsätzlich im Training am Boden. Und du weißt, die ganzen Standards und immer wieder und. Das ist ja was, was irrsinnig energieaufwendig ist. So, jetzt musst du dir vorstellen, das unterscheidet die, ja.
gewaltig von einem Feldspieler, das Training, weil du ja beim Training viel mehr Muskeln quasi zerstörst, weil du viel mehr Kontakt hast mit dem Boden, ja, mit allem. Das heißt, das ist ungefähr so wie beim Boxer, der kriegt ständig Schläge. Das heißt, deine Muskeln quasi werden ständig verletzt. Das heißt, du musst eigentlich vom Essen her bei jedem Training so essen wie ein Boxer oder vielleicht, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie jemand, der ständig Druck ausübt, der ständig wie ein Bettlägeriger. Ja? Das wird da weniger Kohlenhydrate essen? Nein, gar nicht weniger. Die brauchst du für die Energie, dass du hoch und aufkommst. Ja? Sondern du musst eigentlich mehr Eiweiß essen. Du musst eigentlich Eiweiß essen, also, so wie die, ungefähr, genau, so wie die Fitnesssportler. Genau. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Genau, dann wirst du ein bisschen zischen. Genau. Als Sportler kann man, wie wir jetzt mit Christian geredet haben, extrem viel falsch machen, aber recht viel richtig. Dass die ganzen Energien halt mobilisiert werden können und dass da alles in die richtige Richtung geht. Und ich glaube, dass da generell im Sport und im Fußball, generell in Österreich, noch voll viel Luft nach oben ist. Aber ja, natürlich interessiert es mich und wenn ich dann so einen Fachmann wie Christian auch noch da habe, dann ist es natürlich eine Lehrstunde vom Feinsten. Das Hauptgericht, das was ich gemacht habe, war sehr gut. Also bei den Topfenknädeln haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, aber war schon gut. Weil sonst machst du halt den Trend und morgen den Trend.